Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video stelle ich das Projekt Hammock Park vor. Hammock Park ist ein prestigeträchtiges Projekt mit einem absoluten 5-Sterne-Hotelcharakter. Wir gehen jetzt gleich direkt auf die Renderings. Man sieht es hier, man hat hier unglaubliche Amenities wie eine großzügige Poolanlage, genügend Liegen, wir haben hier Grünbereiche, wir haben hier etliche Sitzmöglichkeiten. Die ganze Familie kommt hier auf ihre Kosten. Also zum anderen haben wir eben auch Sportmöglichkeiten wie Paddeltennisplatz, Minigolf. Wir haben hier ein Outdoor-Cinema. Also wie man sieht, sehr, sehr viel Möglichkeiten, sehr, sehr viel Freizeitmöglichkeiten. Hier Platz, um Fußball zu spielen, Kinderpool, Erwachsenenpool mit Wasserfall, hier eben genügend Sitzgelegenheiten, Tennismöglichkeit. Ein sehr, sehr modernes, schlichtes Interior. Die Wohnungen hier in diesem Projekt werden voll möbliert an die Eigentümer übergeben. Also nicht nur wie in Dubai üblich, inklusive Küche, Küchengeräte, Einbauschränke und Badezimmerinventar, sondern eben wie hier ersichtlich voll möbliert. Ich selber habe hier in diesem Projekt auch eine Wohnung gekauft, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, sprich ein One-Bedroom-Apartment. Klares Design, hochmodern. Was hier absolut besticht in diesem Projekt, ist jetzt nicht nur die große Auswahl der Amenities, wie eben Sauna, Jacuzzi, Grillplatz, Dampfbad, Kinderpool, Laubstrecke, Sandlagune, Fitnessstudio, Loungebereich, wie eben auch schon erwähnt, Outdoor-Fitnessbereich, Paddeltennisplatz, Coworking Space, also da kommen eben nicht nur Familien auf ihre Kosten, sondern eben auch Investoren, weil je mehr Amenities das Projekt bietet, desto beliebter ist die Wohnung, die man dann eben gekauft hat, eben auch in der Vermietung, sowohl in der Kurzzeitvermietung als auch in der Langzeitvermietung. Das heißt, je mehr Amenities, desto besser, klarerweise. Und das Besondere ist hier neben den Amenities vor allem die Lage. Also die Lage ist eine absolute B-Plus-Lage. Wir befinden uns hier beim Grundstück in unmittelbarer Umgebung des Einkaufszentrums Festival Plaza. Im Festival Plaza Einkaufszentrum befindet sich unter anderem der IKEA und jeder, der sich infrastrukturtechnisch etwas auskennt, weiß, dass IKEA nur in Gebieten sich ansiedelt, wo auch wirklich Potenzial ist, ausgebaut zu werden. Das heißt, diese Lage hat absolut Potenzial aus verschiedenen Gründen. Eben zum einen, da sich in unmittelbarer Umgebung, das sind, ich würde mal sagen, 3-4 Gehminuten, wirklich 3-4 Gehminuten, eben das Einkaufszentrum Festival Plaza befindet, in circa 2-3 Fahrminuten das Einkaufszentrum Batuta Mall, eine der größten Einkaufsmalls in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zum anderen haben wir aber eben auch hier die Metro-Anschlussstelle. Das heißt, mit der Metro kommt man dann eben bequem in die Marina, nach Dubai Downtown, ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. Metro, würde ich sagen, ist zwischen 7 und 10 Gehminuten entfernt. Wenn man gemütlich geht, bin das teilweise auch schon abgegangen. Also wie gesagt, 7 bis 10 Minuten circa zur Metro, circa 4-5 Gehminuten zum Einkaufszentrum Festival Plaza, circa 2-3 Minuten zur Autobahn Sheikh Zayed Road. Das ist die wichtigste Autobahn in Dubai. Und 7 Minuten mit dem Auto in die Dubai Marina. Das heißt, man fährt hier entlang und ist dann eben schon hier dann in der Dubai Marina. So, das ist dann schon, da beginnt dann schon die Dubai Marina. So, das wäre dann eben schon die Dubai Marina. Das werden wir da aktualisieren und dann kann ich es nochmal
im Detail zeigen. Natürlich macht es auch Sinn, dass man bei Kaufinteresse sofort mit uns Kontakt aufnimmt. Dann erkläre ich die Lage nochmal im Detail. Hier sieht man es dann wirklich im Detail. Das heißt, man fährt hier auf die Sheikh Zayed Road auf und ist dann wirklich in 6 Minuten, 7 Minuten mit dem Auto, je nach Verkehr, in der Dubai Marina. Ist wie gesagt in wenigen Gehminuten bei der Metro, hat Einkauf, alles mehr oder weniger in fußläufiger Gehdistanz. Ja, und die Amenities natürlich sprechen ganz klar für sich. Was auch wichtig ist zu erwähnen, sehr, sehr spannender Zahlungsplan. Das heißt, wenn man sich eben entscheidet, hier eine Wohnung zu kaufen, zahlt man 20% an plus 4% Dubai Land Department Grunderwerbsteuer, sprich 24% Anzahlung bei Reservierung, 5% binnen 4 Monaten ab Reservierung, dann die nächsten 5% nach 9 Monaten und dann geht man in 5% Schritten vor, bis man die 50% bezahlt hat und dann sind die zweiten 50% eben erst bei Projektfertigstellung zu zahlen. Das heißt, die Hälfte des Kaufpreises zahlt man erst, wenn man wenn das Projekt bereits fertiggestellt ist. Das Ganze läuft ganz bequem und sicher über ein Treuhandkonto, was geführt ist über das Dubai Land Department, also ein Escrow-Account, wie man in Dubai sagt, hat eben hier auch komplette Sicherheit. Startpreise Stand heute für Studio 156.000 Euro, für die Zwei-Zimmer-Wohnung, sprich One-Bedroom, ca. 250.000 Euro. Wenn Sie da draußen nicht sagen oder wenn du da draußen nicht sagst, Sandro, das kommt für mich in Frage, dann bitte schnell mit uns Kontakt aufnehmen, dass wir eben noch eine geeignete Wohnung für Sie bzw. für dich finden. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wer weiß, vielleicht sind wir ja dann schon bald Nachbarn im Projekt Hammock Park.